Man möge es glauben oder nicht. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen nach einem halben, nach fast über einem halben Jahr zurück zu Super Mario 3D Land auf dem Emulator. Ihr glaubt nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, wieder hiermit durchstarten zu können. Muss das Mikrofon, glaube ich, noch ein Stückchen weiter runter tun. Ich weiß, ich bin sehr klein unten in der Ecke. Aber das war damals im LP, war das halt genauso. Und dementsprechend dachte ich mir, yo, wir machen das genauso wie im LP. Mittlerweile würde ich mich, glaube ich, oben einfach auf dieses, über das Touchpad setzen. Aber ich war im LP halt hier, also bin ich jetzt halt hier. Kann ich mir noch ein Stück weiter nach rechts? Nein, müsste ich hier hin. Komm, dann rutschen wir noch ein Stück dahin. Okay, so. Wir haben beim letzten Mal den Final Boss des Games gemacht. In Anführungsstrichen dachten wir zumindest, Bowie ist abgehauen und ja, jetzt sind wir halt hier und sieht nicht sehr freundlich aus, wie es weitergeht. Okay, ich dachte schon, es stürzt ab. Ist jetzt gerade der erste Test gewesen, deshalb. Ja. Oh mein Gott, ich bin so gar nicht drin. Jo, man merkt's. Geh weg! Okay. Dann meine Stampfattacke, die machen gar nichts. Okay. Oh, ich muss hier weg. Oh, auf sowas habe ich natürlich gerade schon wieder mega Bock. Sowas gibt es in der Art auch in Mario 3D World und ich hasse es. Jo, aber da wären wir. So, ihn austricksen. Nicht zu vergessen, wir machen das Ganze ja mit allen Star Coins. Ich weiß nicht, ob das wichtig zu erwähnen ist. Aber das ist mein erstes Mario-Spiel, was ich mit allen Starcards mache. Ne, ich mache euch die Musik nachher im Schnitt langsamer. Ja, das Ganze wird jetzt sogar geschnitten, ihr glaubt es nicht. Nee, du stehst hier nicht auf, Mann. Warte, hier könnte eine Starcard versteckt sein. Nee. Will ich das? Oh, nee, nee, nee. Ah, auf sowas habe ich ja keinen Bock. Nee, die kriege ich nicht. Okay, wir sind so richtig, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wir sind so eine Lava-Kuhle. Rechts ist Lava, links ist Lava und wir steuern das Ding immer noch damit, wo wir stehen. Komm hier rüber. Hallo, guten Tag. Ich habe keine Ahnung, wo die Starcoins sind, das ist immer sehr schön. Im Übrigen, es ist das erste Mal mit dem Mikrofon, ja, mit dem Gescheiten. Dass ich das Ganze hier aufnehme. Da ist die, uiuiui. Aber die ist machbar. Dann nehmen wir die Zeit mit. Dann geht das hier runter und wir fliegen hier wieder zurück. Perfekt. Höhen einschätzen ist sehr schwer in dem Game, muss ich sagen. Geh weg. Das bisschen, ja. Oh, es laggt. Ja, vielleicht sollte ich die Grafik auch nicht gerade auf 4K stellen. Und dann bei mir läuft das Ganze gerade, no joke, in 4K. Wir haben schon die erste Starcoin verpasst. Ach, das freut mich. Ihr kennt mich, ich will immer hier beste Qualität haben. Ich kann es aber für euch nicht in 4K aufnehmen. Das Ding zieht so viel Rechenleistung. What? Ja, aber ey, unfair, come on. Da ist die Starcoin. Wir müssen das Ganze in die Richtung drehen. Das ist unglaublich. Nein! Ich kann ja nicht diven, ich wollte gerade wieder hochdiven, so wie in Mario Odyssey und 3D World. Ah, okay. Aber wir haben eine Starcoin verpasst. Das finde ich jetzt nicht so gut. Apropos, wir haben eine Starcoin verpasst. Ich muss mal ganz kurz. Ich sehe meine Maus nicht. Oh. Hallo? Dankeschön. Ich hätte nämlich ganz, ganz gerne schon einen Tanuki-Suit. Hier kann ich rüberfliegen wieder. Im weichen Weg gekonnt aus. Zack. Doch weg. Und die Starcoin müssen wir auch wiederholen. Oh, so viel Feuer, Mann. Oh, Starcoin. Zurück. Okay. Ich hoffe, das Game wird nicht zu...
zu frustrierend, weil ich weiß, dass es zum Schluss hin echt noch heftig wird und ich habe legit keine Lust, diesen super lustigen Tanuki zu benutzen. Hier können wir abkürzen. Nein! Nein! Mann, warum? Können wir mal ganz kurz appreciaten, dass ich es nach einem halben Jahr geschafft habe, hier mal wieder reinzuschauen in dieses Game? Weil das habe ich ja auch schon im letzten Part gesagt. Der ein halbes Jahr her ist. Das Problem, was ich hatte, war... ist, dass der Spielstand nicht übertragen wird. Das heißt, ich musste das ganze Game noch mal zu 100% bis hier nachspielen, damit ich hier, hinkomme. Und ihr glaubt nicht, wie frustrierend das ist. Also, nimm das! Oh. Nee! Geh weg, Mann! Oh, nee, mach schnell. Der kommt nochmal. Wir warten. Wir haben alle Zeit der Welt. Der geht jetzt weg. Und ich springe hier hin. Und renne im Kreis. Und, oha! Nein, das dreht sich. Ich muss bedenken, dass sich dieser Müll hier dreht. Und hier... zwei Kamek spawnen, was ist das denn? Ach komm, jetzt bin ich seit 6 Minuten in der Aufnahme und schon wieder komplett frustriert. Gut, wir versuchen den Red Ring, wir versuchen ihn. Come on, let's go. Oh Mann, ich überlege gerade, ganz ehrlich, ob ich hier weitermachen soll oder nicht. Ja, die da. Hihihihihu. Wir gehen hier ganz schnell weiter. Die gehen ja weg, ganz genau. Den da hinten, den warten wir ab. Zack, Sprung. Ordentlich, den warten wir auch noch einmal ab. Halt. Boah, das ist stressig. Das ist stressig. Kaum zu glauben, aber das ist mega stressig. Den hier schaffen wir in dem Run. Ufo, aber knapp. Weiß nicht, wie ich das drehen darf. Das ist doch mal schön mit anzusehen. Muss ich das machen? Einfach drehen? Ja, perfekt. Progress! Hier ist kein Checkpoint. Oh mein Gott, ey. Achso. Ne, da muss kein Checkpoint. Uns fehlt die erste Starcoin. Und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Das ist super. Ich glaube, ich bin schon wieder zu laut. Was, Soundfehler gibt's auch? Ups. Ja, aber dafür kann ich nichts. Das ist ja ein Emulator, ja? Ach ja. Und nein, ich werde euch nicht erklären, wie man den Emulator installiert. Jo. Dann lasst uns hier mal Starcoin nachholen. Hab schon mega Lust drauf. Eigentlich überhaupt nicht, aber nun gut, so. Wo könnte die erste Starcoin sein? Gar keine Lust im Internet bei sowas nachzugucken. Weil das, da fühle ich mich dann schon, ja, schlecht bei. Also hier ist nix, so. Hier ist auch nix, so, der ist down. Die Drehchen, die kann man an. Das ist Free Roam. Ich kann die Kamera so drehen. Ich glaube, der ist auch so machbar. Ja, ja, klar. Oh, ich sehe es. Hätte man drauf kommen können, klar. Wenn man hier in die andere Richtung geht. Ja.
Hätte ich drauf kommen müssen, war dumm von mir. Vor allen Dingen, du siehst ja auch noch ewig weit, wie diese Stange in die andere, auf die andere Seite geht. Ja, okay. Ich hab gedreht! Nein! Ich krieg das Item nie wieder in dem Level. Und das Level ist wirklich der Horror ohne Flug. Warum springe ich? Warum springe ich? Ja, unmöglich. Ja, vergiss es. Levelauswahl. Ja. Das ist ganz bitte die erste Welt. Ey, das ist... So. Jetzt. Erste Welt. So. Ich weiß, das Bild verändert sich für euch dadurch extrem. Das tut mir leid. Ah, jetzt ist meine Maus da. Cool. Pack sie oben rechts in die Ecke, dass ihr sie nicht seht. Ja, wir können immer noch nicht dashen. Oh nein. Tot. Wir holen uns am besten gleich zwei davon. Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass die alten Folgen so circa immer 20 Minuten lang waren. Das ist heute nicht mehr so. Also wir ziehen da schon. Ich strebe die 30 Minuten an. Weil ich das halt schon echt. Ja. Es ist ein Versprechen, dass ich das fertig mache. Und jetzt sind wir einfach ein Jahr später oder ein halb. Von mir aus ein halbes Jahr später. Ist aber auch nicht viel besser, ja? Und ja, da muss man auch mal mit fertig werden irgendwann. Im Übrigen, ich wusste gar nicht, dass das erste Level so extrem kurz ist. Wir sind schon am Ende. Perfekt. Ganz kurz, weil einige, kein Scherz, haben mich gefragt, ob wir die Spezialwelten machen. Und natürlich machen wir die nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde auf jeden Fall mal ein Video machen, wo ich mich dran versuche. Ich habe die einfach noch zu schwer in Erinnerung. Tut mir leid, aber die waren halt legit der Horror. So. Ich erinnere mich noch halt wirklich dran, dass die Hardcore waren. Und ich habe die in meinem Spielstand, der so legit irgendwie, weiß ich nicht, seitdem das Spiel rausgekommen ist, von 2000, weiß nicht, 10 ist oder so, ist der Spielstand. Und da habe ich es auch noch nicht. Und ich bin ja jemand, ich grinde. Ja, wenn ich was auf 100%, also wenn ich ein Spiel durchspielen möchte, dann grinde ich auch. Dann ist der Grind real. So, jetzt machen wir zuerst den Magikooper weg. So. Ja, ich glaube, es ist ein Magikooper. Und nein, wir führen darüber keine Diskussion. Bitte nicht. Weil Kamek ist der Anführer der Magikoopers. Und die Magik... Es ist so wie Cooper. Koopas sind Schildkröten und Bowser ist der Anführer der Schildkröten. Und so ist es bei Kamek und bei Magikoopers auch. Müssen wir jetzt alles da... Nee, wir müssen keine Star-Kamion. Wir müssen uns einfach nur anstrengen, jetzt nicht zu dahin. Das heißt, wir racen das hier ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dafür gemacht ist, durchzurushen. Nee, ist es nicht. Den schaffen wir in dem Run. Ja, ja, klar. Nee. Oh, das ist mir eigentlich egal, in welche Richtung das geht. Dass ich die beiden Kameks hier ausschalten kann. So. Die Starcoin haben wir schon. Nein! Hä? Okay. Falls ihr euch jetzt wundert, er hat am Anfang gesagt, er schneidet das. Ja, tu ich's. Aber ich schneide doch hier nicht die Fails raus. Das macht ja gerade so ein Projekt aus. Das macht ein Mario-Projekt aus, die Fails. Wir haben alle Starcoins, perfekt. Ich schneide halt so wichtige Sachen raus. Also halt ganz unwichtige Sachen. Jetzt, dass wir die Items geholt haben, wäre unwichtig, aber ich lasse es drin. Das ist, glaube ich, auch die erste Folge ohne Intro am Anfang. Und ich habe mir alte Folgen angeschaut und ich muss sagen, es tut mir leid. Mein Intro war ja sowas von nervig. Ach, das ist schon der Endboss?
Jo, aber den packen wir heute nicht mehr ins Video. Natürlich packen wir den noch. Ich habe gesagt, 30 Minuten streben wir an. Das heißt, heute gibt's auch noch den Endboss. Das heißt, ich bin heute... Warte mal, dann geht meine Strafe... No! Ich habe das halt voll eingeplant mit Minecraft Story Mode endet. Das geht weiter. Und jetzt... No way! Aber natürlich... Ich habe dieses Level noch nie ohne den weißen Tanuki geschafft. Mal schauen, wie viele Fails es heute gibt. Und wie oft ich dann doch schneiden muss. Im Übrigen, wenn euch das Game gefällt und ihr mehr von Games auf dem Emulator sehen wollt, ich habe noch Luigi's Mansion 2 im Angebot und noch ganz, ganz viele weitere, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ganz genau. Ja, als Kind hätte ich Angst vor dem Geräusch. So. Sammeln wir mal die Coins. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Level 0 in Erinnerung. Ach du meine Güte. Alter, hallo, was geht? Da ist eine Starcoin. Oh, 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 die destroyen das, die destroyen. Ey, das ist Konzentration pur, ich sollte weniger reden. Wo ist die Starcoin? Ah! Das war so, ihr glaubt nicht, wie knapp das war, ihr glaubt nicht, wie knapp das war. Warum soll ich hier hin? Warum soll ich hier hin? Weil die Bahn hier endet und in den Tod fährt. Ja. Wir racen. Hol die Starcoin. Mario! Wir brauchen die Knochen trocken dafür. Ja. Nein, brauchen wir nicht. Flieg! Okay. Safe, safe, atmen. Atmen. Da vorne ist die Starcoin. Ist das die letzte? Wurde misdirected. Ich wurde so hardcore misdirected. Ich dachte, ich müsste springen, weil die durch den... Wir starten neu. Sorry. Ich muss da mit zwei Tanukis rein. Ich habe den Endboss zwar nicht... Also, ich habe das Level zwar nicht im Kopf, aber ich weiß halt, dass der Endboss hardcore ist. Und ich glaube, das ist eine Stelle, die schneide ich euch jetzt raus. Und da sind wir auch wieder. Diesmal nicht misdirecten lassen. Uns passiert nichts. Als ich sagte, uns passiert nichts, meine ich natürlich nur diese eine kurze Stelle. Da vorne ist die Starcoin. Ich sehe nur den Schatten. Als ob ich hier nicht getroffen werde. Ich gehe hier runter. Ich habe Angst, dass das in den Tod fällt. Ey, Checkpoint, come on. Dankeschön. Zu freundlich. Ich brauche einen Checkpoint. Ey, ich krieg das nicht ohne Checkpoint hin. Das Zielen ist so unendlich schwer mit einem Stick. Please, please, please. Na komm. Ein Run-Up, nehme ich mit. Wir haben 70. Okay, letzter Schuss. Er war ein Checkpoint, also in einem Checkpoint. Ja, ich hab den Ring. Das sieht knapper aus, als es war. Okay. Ich will jetzt trotzdem einen. Ich geh. Please, lass doch hier ein Checkpoint sein. Es gab bis jetzt im ganzen Level noch keinen Checkpoint. Das ist kaum zu glauben. Ah, es lädt. Ey, wenn es jetzt abstürzt. Ah, da ist doch schon die... Das ist Baiting, Leute. Mario! It's a trap. Yo! Da ist er, Leute! Du bist so blöd, Mann! Kauf dir doch mal ein gescheites Schloss. Hier ist kein Checkpoint. Hier ist legit. Ich hab zwei Fragen. Was? Oh, das bricht ein. Okay. Ey, wir wurden noch kein einziges Mal getroffen. Können wir das ganz kurz... Ich weiß nicht, was in dem Block drin ist. Es interessiert mich nicht.
Es ist der Endboss, Leute. Oh mein Gott, da hätte ich getroffen werden können, da hätte ich es verstanden. Donkey Kong! Ich meine, Bowser, was machst du da? Willst du weggehen? Danke. Nein! Nein! Nein, was tue ich? Warum habe ich nicht einfach gewartet? Mann, nein! Oh, ich bin so blöd. Okay, okay. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Runterfallen ist halt des Todes unnötig. Oh, perfekt. Schlau, schlau. Spiel, ich liebe dich. Danke, danke dafür. Danke. Ich komme nicht auf das Seil, oder? Doch, komme ich. Oh mein Gott, das ist immer so ultimativ knapp. Okay, DK? DK fängt links an. Okay. Ey, bitte jetzt Smash Bros. Musik im Hintergrund. No way. Nicht du. Das war's noch nicht. Ich höre ihn doch. Ja, ich wusste. Was ist denn mit ihm jetzt los? Aui, alles okay. Danke. Hadida! Oh mein Gott. Das ist so episch. Mario Odyssey, du bist nichts dagegen. Oh, wenn ihr fliegen könnt, so angenehm. Er verfolgt uns, ja. Okay. Ist er jetzt down? Mein Gott. Das ist so genial, das ist so gut. Ja, jetzt ist die Zeitanzeige weg. Ey, stellt euch vor, wir wären an einem Zeittod gestorben. Ich hatte gerade so Angst, dass das Game abstürzt. Man kann hier immer noch runterfallen, gell? Kurz mal davon abgesehen. Und dein ganzes Schloss ist kaputt, Mann. Du hättest doch wenigstens ganz lassen können. Und mir vererben können. Mein erstes Mal, dass ich dieses Level schaffe. Ohne den Tanuki-Suit. Ohne Hilfe. Oh, sorry. Ohne Hilfe von Außeneinwirkung. Oh yeah. Es gibt nicht viel zu diesem Game zu sagen. Es ist genial. Da ist er. Bowser. Das war bisher der epischste Bosskampf
den ich je in einem Mario-Game hatte. Der war sowas von mega innovativ. Falls ihr euch das Game noch nicht gekauft habt, kauft es euch, spielt es oder holt es euch auf dem Emulator von mir aus. Es ist so gut, es ist so gut. Ihr glaubt es kaum. Ihr glaubt es nicht. Es macht Spaß. Einziger Kritikpunkt, die Level sind etwas kurz. Aber jede Welt hat dann nochmal eine Spezialwelt, also habt ihr nochmal Level 1 bis, Welt 1 bis Welt 8 nochmal komplett Spezialmode, bisschen schwerer. Und 2011 kam das raus, okay. Nicht 2010. Und es ist halt wirklich mega. Hm? Es gibt nicht viel zu dem Game zu sagen, es ist wirklich gut. Ein neues Bild dafür, was halt jetzt grafisch nicht sehr schön aussieht, weil das Texture Pack das nicht hergibt. Oh, daran erinnere ich mich noch, da ist jetzt genau... Oh nein, Luigi! Ah, da geht die Story wieder von vorne los, das freut mich. Oh, es speichert, ganz wichtig. Ja? Oh, ist ein bisschen blöd, dass ich weiß anhab, gell? Na, ist nicht so schlimm. Game? Das lädt bestimmt noch. So, also, ganz kurz, das Game ist der Wahnsinn. Das Game ist super gut und das Game lädt nicht mehr. Na gut, dann schauen wir in der nächsten Folge in die neuen Welten rein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das mit einem Däumchen nach oben. Denn Däumchen, das wäre ein Träumchen. Oh Gott, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und verpasst die nächste Folge nicht. Ja, bis dann. Mache ich eine nächste Folge? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.